Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollen hier noch ein paar Leute abmurksen. Müssen das noch? Also ein paar Quests für Dings hier machen. So. Die mochten sich... Ich habe so ein Gefühl, die mochten sich so oder so alle nicht. Aber dadurch, wenn wir die hier alle abmurksen... Hier ist irgendwo einer. Ich sehe nur nicht wo. Da oben aber auch auf jeden Fall. Und hier. So, den haben wir auch erledigt. Ich nehme alles mit. So. Komm. So, einmal kurz aufladen, also Leben aufladen. So. Hinter mir ist irgendwo noch jemand. Na, unter mir. Ach, die Dinger. Autsch. Irgendwas habe ich getroffen. Hat mich erwischt. Entschuldigung. So, ne, Leben brauche ich noch nicht aufladen. Da haben wir den nächsten. Ja, komm, triff den doch. Triff den doch. Jo. Fast draufgegangen. Unter mir sind aber noch welche irgendwo. Ah, ich bin überladen. Halte nicht viel länger durch. Hä? Ach, da oben! Dann haben wir den auch geschrottet. So, und da hinten gibt es noch welche. So, wir müssen die jetzt alle mal ausschalten hier. So, den haben wir. Und looten. Trauma-Pack, nice. Haben wir hier Dichtmittel, perfekt. Hier oben sind noch welche, ne? Na, ganz oben. Bist du Ärger? Können wir den von hier aus kaputt machen? So, irgendwo hier muss... Was ist das denn für ein Riesenteil? Hm? Ach, hier. So, was haben wir hier? Isotopisches Kühlmittel. Hier sind irgendwo noch zwei. Ui, zu hoch. Da ist noch was. Ich spring zu hoch. So. So, hier hinten gibt es noch irgendwo jemanden. Oder etwas. Ah, da. Okay, wir werden jetzt aber auch nicht alle looten, die wir finden. Beziehungsweise die hier rumliegen.
So, Sarah ist auch da. Perfekt. So. Chemikalien-Schutz. Okay, also. Das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Habe ich auch vor. Oder hast du zufälligerweise einen Händler in der Tasche? Vitinium-Brennstab? Ist eine Komponente, okay. AMP nehmen wir auch mal mit. So. Was haben wir hier? Waffenwerkbank. Während eines Kampfes kann ich es nicht benutzen. Okay. Hier müssten die wohl alle sein, ne? Ah, hier. Schlinge in die Ohren. Scheiße. Der macht uns fertig. Der ging daneben. Dann mal hier. Nochmal Credits. Perfekt. Noch eine Waffe. Muni. Hier vielleicht noch jemand? Hier. Einer weniger. Nice. Find's schön, dass die anfangen zu brennen. Und dann sind wir wieder hier. Ah, das geht nach draußen. So, da hinten sind aber noch welche. Ah, da haben wir den Captain. Hey. So, einmal kurz wieder aufladen. Komm. Oh, ein Roboter. Roboter Modell S. Geh kaputt? Nein. Diese Peppy. Wollte schon sagen. So, jetzt. Autsch. So. Erledigt. Was haben wir hier noch drin? Okay, das haben wir erledigt. Hi, Sarah. So, auch schon geleert. Ich glaube nicht, dass hier noch viel ist, was wir brauchen. Beziehungsweise wir machen jetzt momentan erstmal eh nur wegen Geld alles. So, dann gehen wir wieder raus. Und gehen mal wieder zu unserem Schiff.
Ah, hier haben wir den vergessen. Den haben wir. Wo ist unser Schiff? Da hinten, ne? Ja. Leider ist unser Schiff auch voll, aber... Na, wir sehen... Wir werden noch zusehen, dass wir ein volleres Schiff bekommen. Mit, was heißt ein volleres? Also größeren Frachtraum bekommen. Wir haben jetzt gerade eigentlich einen Skillpunkt hier. Können wir hier... Ne, wir brauchen noch zwei Schiffe zu zerstören. Dann würde ich den noch aufbewahren. Dann wir Klasse B mal machen können. So, ich muss mal gleich mich um Yoshi kümmern. So, komm. Jetzt eben können wir schnell laufen. Dann hätten wir eigentlich nur noch die beiden hier. Beziehungsweise. Ja, okay. Haben wir das? Achso. Reist zu einem beliebigen Planeten des Lunara-Systems. Und Verbrecher-Gang-Anführer, Ort. Ja, mache ich das, wenn. Die Systeme im und rund um das Freestar Collective werden von Gesetzlosen heimgesucht. Es ist die Aufgabe der Ranger, ihnen Einhalt zu gebieten. Ich muss einen Bandenchef der Gesetzlosen aussuchen. Vesta Lunaris? Ich glaube, das ist beides im selben Gebiet. So, ich laufe mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, wird mir ein bisschen gut tun hier. Aber ich finde es krass, wie schnell wir jetzt schon auf Level 20 sind gekommen. Frag mich, was für Schiffe uns dann eigentlich zur Verfügung stehen, wenn wir dann auf Dingens hier, Klasse B dann aufgestiegen sind, sagen wir mal so. Also beim Verkauf, meine ich. Druck stabil. Sieht gut aus. Da freue ich mich am meisten drauf, wenn wir Klasse B fliegen können. Mrs. Whitmore? Oh, danke. Der Schulbezirk soll Wartungen an den Schiffen durchführen. Aber aus unserem Graphantrieb tritt Helium 3 aus. Das Schiff kann nicht springen. Was ist Helium 3? Helium 3 ist ein stabiles Helium-Isotop, das für Graphantriebe genutzt wird, Tashi. Was ist ein Graphantrieb? Das solltest du wissen. Du hast einen Aufsatz darüber geschrieben. Keine Ahnung, ob Billy weiß, was ein Graphantrieb ist. Leute, unterhaltet euch bitte leise. Das hier ist wichtig. Hast du Teile übrig? Sagt mir an, wie viele Schiffsteile ihr braucht. Ich hoffe, ihr kriegt eine Gefahrenzulage. Ihr hättet sie auf jeden Fall verdient. Ich kann euch nicht helfen. Auf Wiedersehen. Was hat sich der Schulbezirk dabei gedacht, euch so in Gefahr zu bringen? Na komm, wir sind mal nett. Nein, keine Piraten. Alles gut. Tatsächlich bin ich ein Mitglied der Constellation. Na gut, ihr habt mich. Ich gehöre zu den Piraten und jetzt her mit dem Knaben. War nur ein Scherz. War nur ein Witz. Vanguard Captain, ich gehöre zu UC Vanguard. Ich passe auf euch auf, Kinder. Ich reise nur einsam durch das Nichts. Nee, komm. Meine Güte. Constellation. Sollen 10 Schiffsteile ausreichen, um unser Schiff zu reparieren. Habe ich so viel?
10 Schiffsteile geben, hier bitte, alles gut. So viel kann ich geben, aber ich brauche irgendeine Gegenleistung. Tut mir leid, ich habe nicht genügend. Komm, ich mach mal. Komm. Vielen, vielen Dank. Pass auf dich auf. Ich bin mal nett. Wir fliegen bald los. Alle anschnallen. Hallo, hier spricht Mrs. Whitmore, 6. Klasse. Oh. Ja, okay. Geht nicht mehr. So, da müssen wir hin nach Lunara. Geht's los? Ja. Jetzt geht's los. Davon kriege ich nie genug. Oh, die Juno. Schon wieder? Oh Gott. Ich hoffe, wir überleben das. Hier in den Asteroiden, aber das wäre zumindest ein Schiff, das wir dann kaputt machen können. Kontext. Ich wurde verändert. Frage, warum hast du das getan? Kontext. Ich werde dich vernichten. Kalkulation. Juno, ich war doch ein Freund. Juno ist doch eigentlich abgehauen. Das tat mir jetzt leid mit Juno. Hat Juno noch Fracht, die ich looten könnte? Aber okay. Schade um Juno. So, zur Karte. Wo müssen wir landen? Verlassene Relaisstation. Landen wir da mal. Die ballistischen Waffen eines Schiffs sind am effektivsten, wenn du der Hülle eines anderen Schiffs Schaden zufügen willst. Landeplatz reicht aus. Wir bringen das Schiff runter. So. Verlassen. Ja. Ein paar Bäume und Gräser hier und da würden den Laden etwas aufpeppen. Okay, wir wollen aber los. Mal gucken, wie viele Gegner da gibt's. Mein Sauerstoff. Warte mal, das auch eigentlich? Ne, kein extremes. Ne, warte, Schwerkraft 15, ne, oder 0. Okay, ist 0, irgendwas. 0,15. Okay, dann einfach nur dahin. So, jetzt können wir ein bisschen schneller. Wir werden richtig voll sein dann. Heißt es wahrscheinlich in der nächsten Folge, wir müssen wieder sehr viel verkaufen. Ich glaube, die nächste Basis, die wir machen, soll hauptsächlich nur Helium 3 sein. Damit wir dann auch Schiffe hin und her schicken können. Und dann alles selber produzieren. Brauchen wir aber dafür wirklich im Sortiment Schiffe? Ekliptik-Söldner?
Oh. Ja, komm, ich will... Komm. So. Alles mitnehmen. Ey, ruckel. Auch alles mitnehmen. Ich glaube, einer ist unter mir. Bereich sichern. Die sind alle irgendwo unter mir. Ach, Sarah, erschreck mich nicht. Oder die sind alle hier drinnen in dem Gebäude. Ja, die sind alle da drinnen. Gut, dann gehen wir da rein. Findet sie. Hier. Wir gehen rein. Wir machen die alle kalt. Sarah? Die kommt schon nach. Da haben wir Loot. Credit und Milch. Ich habe aus Versehen die Milch mitgenommen. Sauber. Ziel eliminiert. Ziel erfasst. So. Level 21, nice. So. Ich bin aber irgendwie betäubt durch irgendwas. So. Da unten ist noch jemand. So, wo ist denn der hin? Hier. Schießt hier von wo? Ist hier noch eine Luftschleuse oder? Anscheinend. Gehe ich mal von aus, dass das noch eine Luftschleuse ist. Du bist lächerlich. Wie soll man da jetzt eigentlich reinkommen? Okay, wenigstens müssen wir ihn nur erledigen. So, komm. In die Magengrube. Einmal den hier noch. Was? Autsch. Ach, hat er sich einmal geheilt? Der Arsch. Das wird böse für dich enden. Komm, lad nach. So. Kann man den jetzt noch irgendwie treffen? Ich wusste jetzt nicht, wie man den jetzt anders hätte treffen können, erledigen sollen. Da kommen wir ja nicht rein. So. Unten waren wir aber noch nicht. So. Nice.
Bisschen gelootet, was ist das? Superfood passt ein Kit. So, und den. Ui, Kretsticks. Komm, den auch noch. Sarah, kommst du? Anscheinend will die nicht. So, wie sieht's mit der Quest jetzt aus eigentlich? Finde und zerstöre Crimson Fleet Captain im Orbit von Vesta. Okay, dann auf zu unserem Raumschiff. Also ich hoffe, Sarah kommt jetzt hinterher. Kann ich das wieder einstecken? Und je nachdem, wie lange das hier jetzt dann dauert, können wir dann in Aquila City vielleicht alles, was wir eingesammelt haben, eben noch schnell verkaufen. Aber wir brauchen definitiv einen Planeten, wo Helium 3 zu holen gibt's. Denn ich glaube, dann erst können wir richtig mit den Transport und so weiter loslegen. Entschuldigung. Helium 3. Also sonst müsste es hier, glaube ich, nur Aluminium geben, auf dem Planeten jetzt. Gut, dann ist er jetzt nur noch ein Raumschiff, das wir erledigen müssen. Und dann können wir wieder zurück nach Aquila City. So, abheben. Startfreigabe. Eine Transportkiste. Die holen wir uns. Ist bestimmt von Juno. Helium 3. Und dann Vesta. So, Crimson Fleet Captain. Wir haben ein Geschütz verloren. Bringt es wieder zum Laufen. Unter Beschuss. Das war Ihr Grafantrieb. Leichtes Geld. So.
Den machen wir jetzt fertig. Nice. Ja, wir haben das. Wir können unser Schiff auf... Wir können das mit dem Schiff jetzt fertig machen. Einen Moment. Wir haben jetzt einen Skill für Rang 3 verfügbar. Dann können wir jetzt Klasse B-Schiffe fliegen. Nice. Hier könnten wir auch noch machen. So. Aber ich würde dann mal auch gucken, wegen hier Außenpostentechnik. Einer der wichtigsten Faktoren, um auf einer fremden Welt überleben zu können, ist die Fähigkeit, gute Wohnmodule zu bauen. Gib 8 weitere Punkte für Forschung aus und Forschung. Aber wenn ich hier reingucke. Okay, das muss man alles erforschen, was Wohnmodule angeht. Aber hier, den können wir fertig machen. Nochmal. So, haben wir 2 Punkte nochmal ausgegeben. So. Da wollen wir hin, nach Chayan. Und ich sehe zu, dass ich alles mal verkauft kriege, was ich eingesammelt habe. Aber ey, wir haben alle 4 Aufträge jetzt fertig. Ich hoffe, ich kriege sogar nochmal extra Gehalt dafür. Strom abgeschlossen. Wollen wir noch mal? Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. So. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Jo, habe ich vor. Nach Aquila City. Und dann sehe ich zu, dass ich da die Sachen verkauft kriege. Schon jetzt Level 21. Und Klasse B Flugzeug, Raumschiffe. Ein höherer Scan-Skill verrät dir die Fundorte von Ressourcen höherer Seltenheit, wenn du einen Planeten aus dem Orbit scannst. Boah, ich muss alles skillen hier. Ich muss hier wirklich alles skillen. So, ich hoffe, der hat noch was. Nein, hat er nicht. Aber ich habe schon 145.000. So, das bedeutet, ich muss hier jetzt eigentlich... Müsste ich hier eigentlich noch mehr Waffenhändler oder sowas finden? Shepherds. Zu mir kommen alle möglichen Leute. Range, sieh dich ruhig um. Ich habe bestimmt. Was hast du zu verkaufen? Bitte, lass dir ruhig Zeit. Ja. So. Waffen. Also, Waffen hat dann nichts, was mich interessiert. XM2311. Die sieht cool aus. Munition. Brauchen wir wieder die Dinger. 11 mm hüllenlos. Nehme ich mal alles mit. Dann 3KVL SR. Nehme ich mal alles wieder mit. Die 777er. Dann hat er zumindest wieder ein bisschen Geld. So, was hat er unter Anzüge? Irgendwas Gutes bestimmt. Nee. Helme vielleicht. Arbeiter. Space Trucker. Der sieht auch gut aus. So ein Helm würde ich auch anziehen.
So. Hilfe, da könnte ich doch bestimmt die Dingens von ihm mal alles nehmen. Medipacks. So, Notizen. Nee. Ressourcen. Glaube ich, lass sie mal sein. Sonstiges, die Digi-Dietriche würde ich auch mal mitnehmen. Warte, 25.000. So, gucken, was ich ihm dann verkaufen kann. Das auf jeden Fall. Den. Rucksack habe ich auch wieder sehr viel. Helm auf. So, Kleidung brauche ich nicht. Space Trucker, der sieht auch cool aus. Das, naja. So. Ach, hier Waffen habe ich vergessen. Ah, den können wir nicht mehr. Okay. Entschuldigung. Den kann ich auch nicht mehr. Da kann ich mehr. Auch nicht. Nein. Ich brauche einen neuen Händler. Der ist pleite. Das ist wahrscheinlich für Aufträge, oder? Auch Informationen zu Aquila City. Roland Arms, den hatten wir auch schon pleite gemacht. Hier ist noch hier Chunks. Das ist bestimmt ein Restaurant. Zwei Dinge sind im Universum sicher. Der Tod und dass man in einem Chunks ist. Und ich ziehe den Tod ehrlich gesagt fast vor. Okay. Ich hatte jetzt aber nicht vor, im Chunks essen zu gehen. Ah, hier wird was gebaut. Car Heritage Museum? Nee, Museum will ich jetzt nicht. Sinclair's Books. Ich suche schon eher einen Gemischtwarenladen. Wo ich den Rest verkaufen. Aldrin Wright's Workshop. Ich glaube. Wo finde ich noch mehr Shops? Ich sehe schon. Meine Eltern. Was machen die denn hier jetzt? Ah, sieht nicht gerade nach einem Zoo aus. Du weißt, dass wir Jetpacks haben. Die sind einfach traurig. Ja. Hey, mir gefällt es Schätzchen. Hier. Ich glaube, Schätzchen. Das Freestar Collective passt zu mir. Du Kleinkind. Ich will nachher noch einkaufen. Ich könnte was für dich mitbringen. Was machen die hier? Unglaublich, dass wir dich hier treffen. Und dann auch noch hier. Du hast hoffentlich kein Ticket. Psst. Hier ist es ziemlich interessant. Ich treffe dich auch überall. Erbärmlich ist das Wort, das du suchst, Mama. Es hat schon einen gewissen Charme. Ich bin überrascht, euch hier zu sehen. Ja, du stellst aber also immer noch zu den ganzen Touristenattraktionen. Nein, ich bin das Non-Profit-Unternehmen, für das ich ehrenamtlich arbeite, hatte hier ein Symposium. Und ich kann deine Begleitung sein. Deine Mutter prahlt nicht gerne rum, aber so langsam hat sie es richtig drauf. Wenn sie so weitermacht, führt sie das ganze Ding in ein paar Jahren allein. Hör bloß auf. Mir wurde es einfach langweilig, zu Hause rumzuwursteln. Also dachte ich mir, ich tue was Gutes. Mhm. Schön, dass jemand deine Stärken anerkennt. Es klingt so, als würde es bei dir ganz gut laufen. Klingt so, als ob du eine billige Arbeitskraft für sie bist. Ah, ich sag mal das Oberen. Oh, danke. Also, was machst du in Aquila City, Schatz?
Geht es um die Constellation? Schatz, er arbeitet doch nicht nur für die Constellation. Also, warum bist du hier? Auftrag Constellation, wie du schon sagtest. Ich bin auf der Durchreise. Killer City ist ja so eine Art Umschlagplatz. Ich bin auf der Suche nach gut bezahlter Arbeit. Ich dachte, ich könnte hier was... Nein, ich bin auf der Durchreise. Ich verstehe. War schön, dich zu treffen. Du bist bestimmt beschäftigt. Hab dich lieb. Ja, die sieht man aber auch wirklich überall. Ich glaube, die stalken einen. Autsch. Ich glaube schon wirklich, die stalken mich. Ich suche jetzt aber... Gemischtwarenladen. Eggies. Das könnte... Das sieht wie eine Kneipe aus, eher. Überlegst du, hier etwas zu trinken? Ich versichere dir, es gibt in Midtown und im Kern Läden, die netter und sicherer sind. Ja, ich suche eher Läden, wo ich was verkaufen kann, Sarah. Wäre schön, wenn du mir da hilfst. Was? Credit 2100 hinzugefügt? Hä? Da drüben ist ein Tourist. 3 Minuten, bevor der Geruch seine Wirkung zeigen wird. Stretch ansässig, ja. Stretch in den nassen Dächern da drüben. Sie sollten ein Schild aufstellen. So machen. Solange die ich will aber noch mehr verkaufen. Ich habe zu viel Schrott im Inventar. Aquila City sollte mehr kulturelle Einrichtungen haben. In dem hier können wir ja nichts mehr... Ne, nicht dem Chunk, sondern das da. Weil wir den schon pleite gemacht haben. Ich guck mal hier oben vielleicht. Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir... Naredo baut wirklich sehr verlässliche Schusswaffen. Wenn sie gut genug für die Freestar Ranger sind, sollten sie auch gut genug für uns sein. Ja, irgendwo muss ich ja doch noch was verkaufen können. Die Frage ist nur, wo? Autsch. Autsch. Egal, wir gehen zum Questmarker. Dann machen wir halt das so. Midtown Minerals. Ist das ein Shop? Können wir hier verkaufen? Ich hoffe, dass wir hier verkaufen können. So übel sind die UC doch nicht, oder? Midtown Minerals hat also einen exzellenten Ruf. Halt dich lieber vom Stretch fern. Dysprosium? Von Kriminellen. Alejandra Kane? Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich brauche ein paar Mineralien. Hier ist mein Inventar. Ich glaube, die nimmt nur Mineralien an. Ich kann ihr nichts verkaufen. Wieso ist die größer als ich? Ja, gut. Kriegen wir es nicht hin mit dem Verkaufen. So, dann gehen wir hier rein und geben die Quest an dich ab. Wir können ja wenigstens wieder rennen. Haben jetzt doch nicht mehr so viel auf Tasche. Schön, dich zu sehen. Emma Wilcox. Du hast Potenzial, aber ich muss noch mehr von dir sehen. Ah, du bist zurück. Wie war's? Ich hoffe, ich habe geholfen, das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer zu machen. Ich liebe es, üble Typen wegzuputzen. Ich habe deine blöde Prüfung bestanden, also gib mir meine verdammte Nacht.
Ne? Ich bin mal so. Das hast du definitiv. Und es freut mich, dass das deine Priorität war. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Mhm, okay. Ich habe sogar 4 Aufgaben erledigt, ja? Hey, hallo. Hi. Annie Wilcox wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Ach so, da oben. Wir haben aber auch Stationen im gesamten Raum. Hey, so können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Wie schon gesagt, es gibt insgesamt weniger als 1 Dutzend Ranger. Und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffen. Ja, wieso ist die schneller im Schritttempo als ich? Marsha. Aber dann wiederum langsamer, wenn ich jetzt... Vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Würde gut passen. Hat die richtigen Prioritäten. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Entschuldigung. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Ich schwöre, die Feinde des Freestar Collective zu bestrafen. Glaub schon. Mein Leben riskieren? Wie gefährlich ist dieser Job, bitte? Ich schwöre, die Feinde des Freestar Collective zu bestrafen. Das ist nicht ganz dasselbe. Aber es reicht vorerst. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Kluge Entscheidung. Ich hoffe nur, dass deine Ranger-Aufgaben deinen Dienst bei der Constellation nicht beeinträchtigen. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Klingt recht simpel. Zeit für brutale Gerechtigkeit. Wissen wir irgendwas über diese Farmerin? Nur ihren Namen. Michaela Wagoner. Es gibt schon sehr lange Wagoners auf Montara Luna, worauf sie vermutlich sehr stolz sind. Mhm. Was kannst du mir über Montara Luna sagen? Naja, es ist ein Mond in der Umlaufbahn von Montara. Er hat Atemluft, ein warmes Klima und gute Erde für den Ackerbau. Okay, klingt recht simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. Von Ranger Wilcox, Emma Wilcox folgt mir jetzt. Folgen mir jetzt beide, oder wie? Also ich muss nach unten, ne? Folgen mir jetzt beide? Ich muss aber in die Richtung, okay. Bei den Farmen sind manchmal Ashtar zu sehen. Ach so, das ist schon die richtige Richtung. So, aber jetzt will ich einmal bei den Händler gucken. Über den Schiffsbauer. Was der für Schiffe... Was ist sehr schick? Was der jetzt für Schiffe zur Auswahl hat. Ob wir neue Schiffe haben. Kriegen können. Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten noch... Sollen wir was reparieren? Zeig mir mal, was für Schiffe im Angebot hast. Du findest sicher was, was dir gefällt. Ja, ich will sehen. Watch Dogs 2? Nee. Den Ranger? Klasse B ist das jetzt. Endeavor? Die Stronghold? Klasse C. Aber 6
Crewmitglieder. Der sieht aber auch heftig aus. Wie viel? Frachtkapazität 2360. Alter, der ist aber... Der ist bombastisch. So. Sprungdistanz 30 Lichtjahre. Endeavor. Dann wieder ein Ranger. Und noch ein Watchdog. Nee. Ui. So. Und, wie geht's? Alles gut bei dir? So, der hat immer noch kein Geld, hä? Ja gut, dann würde ich sagen, in Aquila City ist immer was geboten. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir den Rest aus unserem Inventar mal verkauft kriegen. Und dass wir diese Quest hier auch mal anfangen, diese Questreihe mal zu erfüllen. Und wie lange brauchen wir noch für den nächsten Level? Okay, Level ist nicht mehr allzu weit. Aber ich freue mich schon, wenn wir hier langsam wirklich alles voll kriegen. 5 Forschungsbäume und dann hier 5, 5, 3, 3. Und jeder einzelne hat 4, so wie ich das bisher verstanden habe. 4 Stufen, Ränge. Ja, das werden locker 200, 300 Punkte sein, die man braucht, Skillpunkte. Ja, aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.